Wenn man sich sehr lange abgearbeitet hat daran, andere Menschen zu befragen, dann hat man eine Tätigkeit gemacht, die ist Hebammentätigkeit. Im schlimmsten Falle ist sie Steine melken, sich Fragen zu überlegen für Leute, die nicht antworten wollen. Und dann weicht man der Frage aus, was hättest du denn selber zu sagen? Und irgendwann ist diese vermittelnde Tätigkeit nicht mehr so interessant wie die Tätigkeit, sich selber zu fragen, wie lautet dein Gedanke, wie ist deine Haltung, welche Artikulation würdest du dafür finden? Ich finde insgesamt, dass die Kunst oder das Handwerk des Interviewens eher in einem schlechten Zustand ist, weil es auf der einen Seite das investigative Interview kaum noch gibt. Das Interview also, das sich seine Quellen selber beschaffen muss, dass sie nicht informiert durch das, was der Gast sagt und man nimmt einfach alles an. Und ich werde sehr viel superlativisch gefragt. Ich werde viel gefragt, was war Ihr liebster Gast? Was war Ihre schönste Ferienbegegnung? Das ist die Weiterentwicklung von Schulaufsätzen. Fährst du lieber in den Sommerferien ans Meer oder in die Berge? Und ich glaube, dass ein gutes Interview viele Richtungswechsel hat, Temperaturwechsel, dass es aus Brüskierung und Albernheit und Flirt und einem unablässigen Licht- und Temperaturwechsel bestimmt ist. Und dazu muss man sich gut auskennen in der Biografie des Gegenübers. Man muss aber auch vor allen Dingen über Empathie verfügen. Und man muss sich fragen können, wie muss sich das anfühlen? Und ich habe häufig bei Interviews, wenn ich vorbereitete, eine halbe Stunde mit geschlossenen Augen gesessen und gedacht, Moment, also jemand steht morgens auf, was zieht der an? Und ich rede mit einem Mörder oder ich rede mit einem Todeskandidaten. Und diese Wege, dass man die fremde Erfahrung in die eigene hineinholt und sie doch zerlegt, die ist, glaube ich, in dem, wie Interviews im Moment geführt und auch benutzt werden in Zeitungen oder im Fernsehen, nicht mehr so häufig anzutreffen. Think of the old pianos you left behind you. Is it like looking back on old horses? No, it's not like, you know, like horn players, they have a saxophone and they put it in their mouth. It's something very physical. Piano is still, anyway, still a little bit distant, you know? Also, ich bin in der Schweiz mit einer Liebenswürdigkeit empfangen worden, die mich wirklich gerührt hat. Ich habe viele Freunde hier gefunden und ich weiß, dass einige von denen bleiben werden, weit über die Fernsehzeit hinaus. Und wie das immer so ist, wird erst im Fortgang der besseren Bekanntschaft werden die Schattenseiten auf beiden Seiten auch sichtbar. Nun muss ich zunächst mal sagen, dass Zürich für uns, die wir von außen kommen, nicht nur die Stadt des Dadaismus ist, die Stadt von Joyce und von Robert Walser ist. Also, dass es ein kulturelles Massiv ist. Sie ist auch durch Zürich brennt, sie ist auch durch die Explosion der Jugendkultur hier immer noch in unserem Bewusstsein. Insofern ist es nicht unbedingt immer das snobistische Zürich, das man zuerst im Blick hat, wenn man von außen guckt, sondern es ist auch diese Stadt, die noch dieses Magma der Jugendkultur hat und in der immer noch Aufbruch passieren kann und die immer noch mit Unvorhersehbarem einen bedroht. Dann habe ich Zürich kennengelernt, natürlich als die Stadt des Geldes. Und ich habe auch den hiesigen Snobismus zum Teil und ich habe auch die Kontamination der Stadt durch die Bärli-Parade durchaus zur Kenntnis genommen und sie furchtbar gefunden. Aber ich habe auch zum fassungslos vor den Ständeumzügen gestanden plötzlich und gesehen, wie stark die Innungen offenbar hier vertreten sind. Lauter Dinge, die ich nicht wusste. Abgesehen davon hat Zürich immer etwas Puppenstubenartiges, weil es so niedlich ist, so hübsch ist und trotzdem sollen sich speziell Deutsche eher hüten, die Schweiz zu niedlich zu finden. Denn das ist sie nicht durch und durch und ihre manchmal durchaus auch existierende Bösartigkeit, die soll man nicht unterschätzen. Außerdem hat die Schweiz so viel Kosmopolitisches in sich aufgesogen, dass man sich von der Kulisse manchmal täuschen lässt, die kleiner und niedlicher aussieht als das, was die Stadt eigentlich im Kern zusammenhält. Ich erinnere mich, weil ich geboren wurde in einem Bauerndorf, dass ich oft am Bahndamm saß und die Ferne rauschen hörte. Und dieses Rauschen, das so ist, wie wenn man beim Rundfunk an den Kurzwellensendern dreht und man hört irgendwo die Stimmen Arabiens oder man hört einen Muezzin klagen oder so etwas. Die haben immer so ein typisch romantisches Sehnen in mir ausgelöst. Und ich dachte immer, diese Schienen verbinden dich mit Madagaskar. Oder diese Schienen führen, wenn du weitergehen würdest, bis nach Istanbul, was mal Konstantinopel war. Und
die Ferne in die Nähe holen zu wollen, auch sich selber in der Ferne zu konfrontieren mit dem, was die Ferne über einen selber aussagt. Du bist dumm, du verstehst nichts, du sprichst die Sprache nicht, du bist unkultiviert. Also auch die Verneinung, die aus der Fremde kommt. Denn man soll ja nicht denken, dass es alles immer nur offene Arme sind, was einem begegnet, oder dass man alles versteht oder dass man sich immer nur reicher macht. Nein, das Reisen macht einen ja häufig auch ärmer, reduzierter, trostloser, gelangweilter. Also diese verschiedenen Zustände, die kamen mir einfach konzentrierter vor. Und Erfahrungen zu machen, ist mir immer noch eine der wichtigsten Maximen. Und Erlebnishunger ist etwas, das treibt einen durch die Welt, ebenso wie es einen durch die Literatur treibt. Also man sieht in jedem Buch ein Versprechen auf eine Erregung, auf ein Gelächter, auf eine virtuelle Umarmung. Und man sieht in jeder Stadt, die man auf einer Landkarte sieht, sieht man ein Versprechen für Erfahrungen, die man dort machen würde. He came here 2 years ago. Yeah. With his family. And his family lives over there and it's almost 10 people in one house. 8 or so, right? And what is your name? My name is Joey. Joey. I'm Cosma. You are Cosma? Ich bin aus mehreren und zum Teil auch melancholischen Gründen ein Mann ohne Familien. Die eine Familie, in die ich hineingeboren wurde, die zerplatzte, als mein Vater starb. Und die zweite Familie, die ich hätte einheiraten müssen, die habe ich nie gewählt, weil es für mich besser war, mit einer Vielfelderwirtschaft der Freunde und Freundinnen zu leben und weil sich so die Verhältnisse nie erschöpft haben. Aber es ist wahr, dass meine erweiterte Familie wirklich meine Freunde sind. Und ich glaube, Freund sein ist etwas, das ich kann. Also ich glaube, ich bin eigentlich treu und anhänglich und ein guter Schluffen und versuche irgendwie den Menschen, die, ich weiß nicht, die solidarisch sind, die loyal sind, die in der Nähe meiner Überzeugungen wohnen, Leute, die Rückgrat haben, die eine gewisse Unabhängigkeit für sich in Anspruch nehmen, die sind mir wie Trabanten. Und ich glaube sehr viel eher, dass ich in einer Gemeinschaft von Freunden am Ende mich befinden werde und nicht in einer Familie. Die Musik ist mir so nah, weil sie eine Erlösung vom Begriff und vom Kausallogischen einschließt. Die Musik kann begrifflos malen, sie kann tief rühren, sie kann eine Form von Sprache sein, die reine Lyrik ist. Und ich liebe eigentlich komplizierte Musik, also Musik, die überraschende Wege geht. Ich liebe im Jazz so Leute wie natürlich John Coltrane und Charles Mingus und Bill Evans und Michel Petrucciani natürlich. Und weil es sehr komplexe Einheiten des Fühlens sind und des Ausdrückens sind, die Musik artikulieren kann. Und das ist gerade im Vorbegrifflichen mir unglaublich nah. Und ich habe einen richtigen Soundtrack zu diesem Leben. Also meine musikalischen Vorlieben reichen wirklich aus den tiefsten Gründen der Klassik bis in die neuesten Entwicklungen des Jazz hinein, auch der Weltmusik. Die Liebe ist das letzte Geheimnis, die letzte Erregung, das letzte Pathos, das übrig bleibt. Wenn alle äußeren Zwecke irgendwann kompostiert sind, wenn alles hinfällig geworden ist, dann bleibt eigentlich diese Qualität der absoluten Zustimmung, dieses grandiosen Ja-Sagen zu etwas. Also auch das Gefühl zu haben, etwas ist für dich am Leben. Etwas existiert, weil du existierst. Etwas fängt an zu blühen unter dem Blick, den du wirfst. Es gibt so eine Qualität des liebenden Blicks, also der Blick, der Qualität stiftet. Der nicht guckt, wie dick bist du, der nicht guckt, welche Textur hat deine Haut, sondern der sagt, ich liebe, weil du du bist. Ich liebe zwecklos und aussichtslos und gratis und mit der größten
Wallung, die einem der Kitsch und die Sentimentalität und manchmal auch die Originalität eingeben. Merci beaucoup. Wenn ich jetzt frage, wie sich das biografisch angeordnet hat, würde ich sagen, ja, ich bin von Bonn aus nach Florenz gegangen und habe da in einem Kloster gelebt, als ein Weltlicher. Und bin gleichzeitig jeden Tag ins Kunsthistorische Institut gefahren und habe meine Studien betrieben. Das war im Grunde die maximale Erregung, die ich aus der Situation ziehen konnte. In einem Kloster zu leben, unter Mönchen, als einziger oder als einer von drei Weltlichen und dieses Leben zu studieren und auf der anderen Seite diese Studien zu treiben. Oder Nachtwächter zu sein, 2,5 Jahre lang in irgendwelchen Kellern in Bonn zu sitzen oder Parteien zu beobachten in der Bundesbaudirektion, im Schlachthof, in der Kerzenfabrik. Also unablässig aus der Froschperspektive in die Arbeitswelt zu gucken. Das war bildend. Das war etwas, was ich zum Studium Generale zählen würde. Oder meine Universitätslaufbahn aufzugeben, nach Asien zu gehen, weitestgehend mittellos und dort ein halbes Jahr lang Recherchen für einen Roman zu machen, der nie fertig wurde. Und nach Afghanistan reist man nun nicht nur, damit man ein Abenteuer erlebt, sondern man gefährdet sich und man erlebt ein sehr unbequemes Leben erstmal. Eines, das nicht nur davon bestimmt ist, dass man dauernd in Kalaschnikows guckt, sondern wo das Zahnputzwasser gefriert in der Nacht, weil es so kalt war oder weil man hingucken muss, wohin man pinkelt, weil man sonst in die Luft fliegen kann von den vielen Minen, die es da gibt. The teacher here has what kind of preparation for her work? Did she study? Did she learn? Angst ist kein Gefühl, das man 24 Stunden lang fühlen kann. Wenn man durch Kabul geht und sieht in so viele Kalaschnikows und sieht so viele Panzer und sieht so viele Gefahrensituationen, aus denen man sich selber befreien muss, oder man dringt nachts in das Haus eines Taliban ein, weil er ein Kontaktmann ist, den man braucht, um einen Guantanamo-Häftling zu finden, dann ist das nichts, was einem vom Auswärtigen Amt empfohlen wird. Der jüngste Zustand nackter Angst, den ich hatte, den, muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich in Kunduz auf dem Boden liegend im Norden Afghanistans und ich hatte gekifft. Und ich hatte einen schwarzen Afghan geraucht, den mir die dort Einheimischen angeboten haben, weil sie mir keinen Alkohol anbieten konnten, denn der ist nun wirklich verboten. Und ich habe in diesem Zustand, und das sage ich nicht aus didaktischen oder pädagogischen Gründen, ich habe in diesem Zustand alle Angst der Stadt Kunduz förmlich in einem Zimmer gefühlt. Ich hatte das Gefühl, dass alle Erfahrungen, die man hier gemacht hatte, Frauen, die sich vor ihren mutmaßlichen Vergewaltigern in die Ecke ducken, Kinder, die Gräben graben, damit sie nicht gefunden werden, junge Männer, die mit dem Gewehr durchs Haus stürmen und plündern oder so etwas, dass all das plötzlich im Raum war. Natürlich dramatisch, natürlich physisch, hört sich sehr übertrieben an, aber ich habe da paralysiert gelegen und habe gefunden, dass es mir recht geschieht, weil es irgendwie ein zu argloser Umgang mit dieser sehr hoch dosierten Droge war und weil etwas Objektives dabei rausgekommen ist. Und die Angst war an der Stelle etwas Objektives. Wahrscheinlich liegt es mir nahe zu sagen, alle Orte, die ich besucht habe, alle Projekte, an denen ich gearbeitet habe, haben eine unterschiedliche Entfernung zum eigenen Ich, wobei man so viel Ich gar nicht sagen möchte. Aber sie sind irgendwie gesteuert davon, dass sie einen Bezug auf das Immerselbe haben. Das heißt, für mich ist es eine Arbeit zu sagen, ich lege Engagement im Werk von Bertolt Brecht frei oder ich frage jetzt Guantanamo-Häftlinge, was ist euch auf dem Weg ins Lager und dort passiert? Ich kann nicht verstehen, dass man eine Sensibilität für die Literatur reserviert und außerhalb der Literatur sagt, das interessiert mich nicht, ob es Folter gibt oder nicht. Ich würde immer humanitäres Arbeiten als eine Fortentwicklung oder als eine Nebenentwicklung des künstlerischen oder literarischen Arbeitens sehen. Ich finde, Harmlosigkeit ist in der Kunst ebenso eine Gefahr, wie es im politischen Leben Irrelevanz sein kann. Also nicht mehr unterscheiden zu können, was müssen wir wissen, was ist erheblich. Zeitungen sind riesige Ablenkungen von dem, was relevant ist. Es ist manchmal sehr schwer, unter all diesen gefüllten Seiten die Nachrichten zu finden, die ich haben muss, um entscheiden zu können, wie ich leben soll.
Wie die meisten Deutschen bin ich, glaube ich, typisch deutsch darin, dass ich die Deutschen nicht so besonders mag. Das heißt, ich werde eigentlich erst zum Verteidiger der Deutschen, wenn ich in der Schweiz bin und merke, dass es dort eine so stark antideutsche Stimmung gibt, dass ich sage, so einfach geht's nun auch nicht. Also es gibt in der Schweiz so einen intellektuellen Gestus des Ressentiments gegen Deutschland, der ist mir zu billig. Ich finde, dieses Ressentiment gegen Nationen ist immer gleich doof. Egal, ob es sich auf Juden oder ob es sich auf Schwarze oder auf Frauen bezieht. Das ist inakzeptabel. Denn man muss von Fall zu Fall entscheiden. Und ich habe ein sehr gespanntes Verhältnis zur amerikanischen Gegenwartspolitik. Aber ich werde niemals das amerikanische Volk in Geiselhaft für ihren fürchterlichen George Bush nehmen. Das kommt mir wirklich ein bisschen stupide vor. Aber wahr ist trotzdem, dass es eine Reihe von deutschen Eigenschaften gibt, die mir nicht besonders sympathisch erscheinen. Dazu gehört das Phänomen der Übertreibung, gehört das Phänomen der Misanthropie, des permanenten Nörgelns, auch dieses breitbeinigen Agierens. Wir sind groß, wir sind reich, wir haben dich gekauft. Das heißt, auch wenn du nur ein Taxifahrer bist, heißt es, ich kaufe eigentlich den ganzen Taxifahrer und deine Freundlichkeit und deine Psychologie und alles. Auch diese Bereitschaft, sehr schnell die Frage, wer bin ich, in die Frage zu übersetzen, was habe ich davon? Das ist mir unsympathisch. Und auch das in Konkurrenz reisen, wer reist billiger, wer gibt noch weniger Trinkgeld. Es gibt so ein paar Eigenschaften, die ich immer wieder auch während der Deutschlandreise gefunden habe. Auf der anderen Seite gibt es auch Überraschungen, die man mit dem Deutschen erleben kann. Man kann plötzlich erleben, dass sie sich in einem Wahlkampf, in dem ihnen Angela Merkel auf dem silbernen Tablett angeboten wird, plötzlich entscheiden, eine 50-50-Situation herzustellen. Und die gesamte deutsche Presse und Fernsehen, die alle einen polemischen und eindeutigen und parteiischen Wahlkampf mitgeführt haben, eine Bankrotterklärung für die Unabhängigkeit der Presse, wird vom Publikum nicht getragen. Das ist überraschend. Die Stimmung, die es während der Fußball-Weltmeisterschaft gegeben hat, habe ich so den Deutschen nicht zugetraut. Nur, dass sie eine Patriotismusdebatte anhängen müssen und das Ganze wieder mit Fahne und Wimpel und Hymne und Präsident und allem verbinden müssen, da möchte man sagen, habt es nicht eine Nummer kleiner. Freut euch doch einfach dran, dass es geglückt ist. Und das ist es. Aber macht doch kein Weltprinzip. Ihr werdet nie Brasilianer sein. Also tut nicht so, als seid ihr es jetzt. Ich möchte unbedingt bis zuletzt lieben dürfen. Das heißt nicht notwendigerweise, dass es an den Sex gebunden sein muss, aber die Fähigkeit zu lieben, die möchte ich nicht verlieren. Ich möchte gerne gutes Essen essen dürfen, weil ich das auf eigene Weise auch liebe. Ich möchte mein Augenlicht nicht verlieren, weil das Lesen und das Betrachten von Bildern, Landschaften und menschlichen Gesichtern für mich essentiell ist. Ich möchte lesen dürfen bis zuletzt. Ich bin nicht sehr anspruchsvoll, was andere Lebensbedingungen angeht. Ich habe keinen Führerschein, ich habe kein Handy, ich brauche keine marmornen Treppen und keine goldenen Klos, ich brauche keine Hardware, ich brauche keinen technischen Aufbau, all das nicht. Aber diese kreatürlichen Sachen, mir eine Reise leisten zu können, mir ein gutes Essen leisten zu können, das, mir auch Räume leisten zu können, in denen ich wohne, die mir freundlich vorkommen und die ich dekorieren kann, wie ich es mag, mir gewisse Freiheiten erlauben zu können, das ist entscheidend. Es gibt ja sowas wie Orte, die immer nur Vergessen herstellen. Also große Orte sind solche, an die man sich immer erinnern wird. Der Zuckerhut in Rio de Janeiro. Das ist so ein Berg, von dem man sagen kann, man weiß, dass er wie ein Zuckerhut aussieht. Und dann steht man davor und sagt, der ist ja wirklich wie ein Zuckerhut. Das ist so wie der schiefe Turm von Pisa. Man weiß, er ist schief, aber man muss da gewesen sein, um zu sagen, mein Gott, ist der schief. Also da ist die unmittelbare Überprüfung ist was anderes. Und sowas wie Flughäfen, das sind eigentlich Non-Orte. Das sind Orte, die produzieren Vergessen, an die wir ich niemals wieder zurückdenken. Und wenn man lange genug in ihnen gewesen ist, dann sind die wie eine lange Zimmerflucht von Non-Orten. Orten, die man passiert hat, die Aufbewahrungsorte für Menschen sind. Containerdörfer eigentlich. Konsumtempel, die kein Gesicht mehr haben wollen, sondern die nur noch Ware anbieten und die nur noch reibungslosen Verkehr ermöglichen sollen. Und die es einem bequem machen, weshalb man niemand mehr fragen muss. Aber es wäre so schön zu fragen. Also jemanden zu brauchen und jemanden zu sagen, sagen Sie, helfen Sie mir doch.
Sehen Sie, und gleich hilft sie. Ja, wie nett. Tag, wie nett. Ja, hallo. Haben Sie ein Autogramm dabei? Ich gebe Ihnen ein, aber ich habe keine Karte. Wie nett. Ich habe nämlich gerade gesagt, dass dort, wo es so reibungslos zugeht, wie wo alles einfach und bequem ist, da hat man nicht mehr das Gefühl, dass man jemand braucht und da jemand fragen muss. Ja, und man würde manchmal so gerne jemanden fragen. Und dann habe ich gesagt, jetzt frage ich Sie. Ja. Sekunde. Schön. Wie lange sind Sie in der Schweiz? Ich war gestern da, weil ich letzte Sendung gemacht habe. Ah, ja. Und jetzt bin ich nur noch für einen Tag, aber ich komme wieder, um aufzutreten. Sehr gut. Das ist aber nett von Ihnen. Wie nett. Vielen Dank. Sehr gerne. Alles Gute Ihnen auch. Wiedersehen. Ja, und dann ist das ein Ärgernis, Starbucks-Kaffee zu sehen, Starbucks selbst zu sehen in Wien, wo es den schönsten Kaffee gibt. Und plötzlich müssen diese verdammten internationalen Konzerne, die wir auch noch für ihre Globalisierung loben sollen, die müssen eigentlich diese ganzen Lebensräume so besetzen, dass sie keine Individualität mehr haben. Ja, das ist doch schon viel besser. Ich glaube, dass die Menschen vielleicht einen besonderen Individualisierungswahn in dieser Zeit auch haben, weil es außen so viele Massenschicksale gibt und weil Konsum eigentlich den Menschen primär auf sein Massenschicksal hin untersucht. Der Konsum, die Werbung möchte eigentlich kein Einzelindividuum, sondern es möchte das Massenhafte im einzelnen Individuum freilegen. Und auf der anderen Seite existiert dann eine große und vielleicht größere Gesellschaft, die schon längst abseitig ist, die schon längst Marotten hat, die von Angst getrieben ist, die ihre Individualität nur in verborgener Form hat, die, die nicht jung sind, die nicht potent sind, die nicht attraktiv sind, die übergewichtig sind, die Paranoia haben, die von Zwangsvorstellungen, von Phobien getrieben werden. Und ich glaube, diese eher geheime Gesellschaft, die in der Bildgesellschaft nicht mehr auftaucht, die ist es, die letztlich den Begriff der Individualität auf eine ganz eigene Weise gegen die Globalisierung deutet. Manchmal war das Reisen mit der Kamera, also zu reisen etwa in den Bürgerkrieg im Kongo, wo ich war, um einen Musiker zu porträtieren, der aus dem Exil zurückging. Gefährlich und auch trostlos insofern, als das, was man rechts und links vom eigenen Thema sah, etwa das Thema war Musik in dem Fall, war einfach Krieg. Und ich traf Prostituierte, die eine Form gefunden hatten, ihre AIDS-Erkrankung in die Schminke so zu integrieren, dass man an der maskenhaften Art, wie sie etwas kaschierten durch Schminke, erkennen konnte, wie krank sie darunter waren. Oder Kindersoldaten, die einen Stummel hier haben und auf der anderen Seite ein Gewehr halten und die Ministerien bewachen, die auch von unseren Politikern passiert werden, die uns dann sagen, es gibt keine Kindersoldaten in Kinshasa. Oh ja, gibt es sie. Also ich bin zum Beispiel mal im Zuge der Arbeit an einem Themenabend für Arte unter dem Titel Bordelle der Welt in 7 Städten der Erde gereist, zum Teil trostlose, um mir Situationen in Bordellen anzusehen. Darunter eine in Südafrika liegende Bordellstadt neben einer Diamantenmine. Und diese armen Schürfer, die dort unten arbeiten, die gehen mit ihrem Sold danach in die Bordelle. Dort sind 75% aller Frauen HIV-positiv und verbraten ihr Geld, wechseln den Schauplatz und werden so das Virus über den Kontinent verbreiten. Oder in Kambodscha, wo die jungen Frauen sitzen und Angst haben vor ihren Kunden, die betrunken herkommen. Und es kommt wirklich, während wir drehen, ein betrunkener Offizier und zieht eine Waffe und sagt, du Nazi. Und wir wussten nicht, was passieren wird. Und das waren, oder in Tokio mit einem Fotografen, der Prostituierte fotografiert und der sie zum Teil fürchterlichen Zwängen und Fesselungen aussetzt. Und trotzdem drängeln sie sich danach, von ihm fotografiert zu werden. Oder in Las Vegas, wo wir
wir einen Mann begleitet haben, der in einer Limousine von einem Spielcasino, wo er gewonnen hatte, zu einem Bordell in der Wüste Nevada reist und im Wagen immer darüber redet, was er gleich mit der Frau machen wird. Und dann kommt er in dieses Bordell und die Frau ist klein und hat einen hängenden Po. Und sie sagt ihm, gib erst mal das Geld her und wenn ich irgendeine Entzündung an deinem Körper wahrnehme, dann kannst du gleich wieder gehen. Und es kehrt sich alles um und der Kunde sitzt zuletzt nur noch erloschen auf der Bettkante und man weiß, er wird zu nichts mehr gut und in der Lage sein. Also es sind ziemlich desillusionierende Geschichten gewesen. Okay. Now, when I come back and clean you up and check you out, I'm not gonna find anything, am I? Any kind of sores or anything that I'm not gonna be able to feel comfortable with? I'm as clean as a brand new pup. Okay, thank you. So why don't you go ahead and get undressed and get comfortable and I'll be right back. Thank you. All right. Irgendwann ist das Hineinsprechen in Kameras und der sehr indirekte Kontakt zum Publikum, der dadurch besteht, nicht mehr so befriedigend. Höhere Wallung hat es wirklich, auf einer Bühne zu stehen und direkt in die Gesichter der Menschen zu gucken und dort auch zu sehen, wann man langweilt und wann man amüsiert und wann man erhebend ist und wann man es weniger ist. Und insofern sind die Bühnenauftritte auf der einen und die sehr einsame Tätigkeit des Reisens und auch Schreibens das, was mich weit mehr fesselt als die elektronische Arbeit, auch die sehr stark konfektionierte Arbeit im Fernsehen ist. Ich habe diese Arbeit soweit gerne gemacht, aber ich entwickle mich persönlich nicht in die Richtung des Fernsehens und das Fernsehen entwickelt sich nicht in meine Richtung. Ich habe immer an einem Fernsehen gehangen, von dem ich dachte, es muss Minderheiteninteressen zirkulieren lassen. Es muss ein Medium sein, in dem sich Gesellschaft reflektiert, also auch in den Minderheiten, in den abseitigen Problemen. Es müsste irgendwie eine Volksbildungsanstalt sein, ein Auffangbecken für alles, was in der Welt wichtig genannt werden kann. Aber Fernsehen macht sind an wenigem so wenig interessiert wie an dem, was relevant sein könnte, was wir für unsere Ernährung brauchen in irgendeinem geistigen Sinne. Und insofern zieht sich eigentlich das, was interessant ist in der Welt, aus dem Fernsehen weitestgehend zurück. Die Dinge, die am wichtigsten sind, die stehen heute, glaube ich, in Tagebüchern oder die werden in Geheimzirkeln verhandelt. Und wenn etwas im Fernsehen angekommen ist, ist es eigentlich schon unwichtig geworden. Dann ist es schon massenhaft und dann werden massenhafte Standpunkte und massenhafte Sprechformen benutzt. Und da mag man sich dran erfreuen, aber es ist einfach nicht mein Medium. Ich erinnere mich an den wunderbaren Satz von Gottfried Benn, der gesagt hat, Penthesilea wäre nie geschrieben worden, wenn vorher darüber abgestimmt worden wäre. Das Fernsehen ist ein Medium der Abstimmung. Es wird jeden Abend mit der Fernbedienung abgestimmt. Und wenn ich abstimmen kann, will ich den zweiten Faust sehen oder will ich gute Zeiten, schlechte Zeiten sehen, dann werden viele Menschen sagen, na dann doch eher gute Zeiten, schlechte Zeiten. Mein Leben ist schon anstrengend genug. Aber Kultur besteht aus Überforderung. Und jeder Mensch wächst dadurch, dass er überfordert wird. Also stehe ich lieber auf der Seite der Überfordernden. Auch wenn es heißen würde, es ist anstrengend. Also mein Weg, glaube ich, wenn es ihn denn so gibt und wenn es ihn nicht weiter sehr gewunden geben soll, der wird wirklich eher darin bestehen, ein Buch zu schreiben, vor dem ich selber Respekt hätte und ein paar Auftritte hinzulegen, von denen ich das Gefühl habe, sie bedeuten dem Publikum etwas. Sie sind erinnerbar. Sie sind nicht gleich dem Vergessen anheimgegeben. Und ich glaube, dass das Fernsehen wirklich viel Vergessen produziert. Und insofern muss man sich irgendwann, glaube ich, zurückziehen, wenn man nicht vergessen werden möchte. Will meine Zeit mich bestreiten? Ich lasse es ruhig geschehen. Ich komme aus anderen Zeiten und hoffe, in andere zu gehen. Franz Grillparzer. Ein bisschen vermessen, aber nett. Sehr gerne. Thank you.